Hallo meine Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Heute backen wir mal ein paar Marzipanplätzchen mit Kokosraspeln und Haferflocken. Ihr verrührt Haferflocken, Margarine und Kokosraspeln. Jetzt gebt ihr Ei und Marzipanrohmasse dazu. Die könnt ihr euch schon ein bisschen klein schneiden. Das rührt ihr dann wieder unter. Jetzt rührt ihr Mehl und Backpulver, Zucker und Wasser unter. Damit haben wir jetzt unsere Teigmasse fertig angerührt. Jetzt nehmt ihr ein Backblech, legt das mit Backpapier aus und setzt mit Hilfe von 2 Teelöffeln kleine Häufchen auf das Backpapier. Lasst etwas Abstand zwischen den Teighäufchen, weil wir noch nicht wissen, ob die Kekse sehr auseinanderlaufen beim Backen. Dann backt ihr die Plätzchen bei 180 Grad ungefähr 20 Minuten. Ihr bekommt so ungefähr 2 Bleche Plätzchen aus der ganzen Teigmasse. Und so sehen dann die fertig gebackenen Plätzchen aus. So meine Lieben, das war es dann schon wieder für heute. Ihr habt gesehen, das war ein ganz einfaches Plätzchenrezept. Und da wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Lasst es euch schmecken, bis zum nächsten Mal. Tschüss!